Hallo liebe Hungrige, heute gibt es den Obstteller mal flüssig. Und zwar in Form eines Kumquat-Granatapfel-Smoothies. Ursprünglich wollte ich ihn ja als asiatisch betiteln, weil ich bei der Recherche festgestellt habe, dass alle verwendeten Früchte aus Asien stammen. An sich eigentlich nicht sehr verwunderlich, doch bei der Banane habe ich dann schon gestaunt, dass von den ca. 70 Arten nur eine einzige aus Afrika kommt. Wir haben also wieder etwas dazugelernt, der Tag war nicht umsonst. Und da die Geschmacksnote dieses Drinks hauptsächlich vom Granatapfel, aber vor allem von den Kumquats bestimmt wird, habe ich ihn eben nach diesen Früchten benannt. Wir brauchen dafür Granatapfel und Kumquats, Banane und Mango, Buttermilch, Puderzucker und etwas Cayennepfeffer bzw. Chilipulver. Zuerst halbieren wir die Kumquats und schneiden sie anschließend in kleine Stücke, dabei die Kerne entfernen, die für diese kleinen Teilchen doch eine ziemlich beachtliche Größe haben. Eine Kumquat schneiden wir in ganz dünne Scheiben, diese brauchen wir dann später für die Dekoration. Anschließend wird die geschälte Banane in Stücke geschnitten. Wie ihr am effektivsten die Mango schält und zerkleinert und auch die Kerne des Granatapfels entfernen könnt, ohne hinterher die Küche renovieren zu müssen, dazu zeige ich hier nichts, verlinke am Ende jedoch auf zwei Videos, die dies ganz ausführlich zeigen. In den Mixer geben wir nun die zerkleinerten Kumquats und die Granatapfelkerne, machen vorsichtshalber den Deckel auf den Mixer und schalten ihn ein. Wir zerkleinern diese doch etwas härteren Fruchtteilchen in einem Extraschritt, weil die später, wenn sie in die Gesamtmasse der Früchte eingebettet sind, sicher nicht mehr so effektiv funktionieren würde. Danach geben wir die Bananenstücke mit hinein und ebenso die zerkleinerte Mango. Wir ergänzen mit dem Puderzucker, füllen mit der Buttermilch auf und geben abschließend noch eine kräftige Prise vom Cayennepfeffer mit hinein. Dann wieder Deckel drauf, einschalten und beobachten, wie sich alles leicht explosionsartig zu einer homogenen Masse umgestaltet. Und falls euer Mixer über eine spezielle Smoothie-Funktion verfügen sollte, dann nutzt natürlich diese. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Fertig ist dieser fruchtig leckere, vitaminreiche Drink. Für das Servieren empfehle ich euch den Smoothie entweder mit den kleingeschnittenen Kumquatscheiben oder aber auch einigen der Granatapfelkerne zu dekorieren. Ich finde, das sieht recht hübsch aus und unterstreicht nochmals die geschmackliche Note des Smoothies. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann Prost! Und falls ihr nochmals wissen möchtet, wie Granatapfelkerne ganz easy aus der Frucht gelöst werden können oder wie Mangos ganz einfach geschält und zerteilt werden können, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.